Also im Lebensmittelchemie-Studium ist es eigentlich so, dass es recht abwechslungsreich ist, Praktika und Vorlesung. So ist es gar nicht mehr so, dass man sagen kann, es ist praxisorientiert oder theorieorientiert, sondern es ist wirklich sehr abwechslungsreich und auch spannend gemacht. Die Hälfte der Zeit ist bei uns wirklich Labortätigkeit, wo die Studierenden jeden Nachmittag im Labor ihre Versuche durchführen. Das sind ganz einfache Dinge, wo sie einfach den Fettgehalt von Lebensmitteln bestimmen, aber auch dann komplexe Dinge wie Vitamingehalt von Lebensmitteln. Das machen die selber im Labor. Die kriegen dann einen Orangensaft und sollen dann da den Vitamin-C-Gehalt bestimmen. Ja, dann packen wir jetzt erstmal 5 Milliliter hiervon da rein und dann bist du danach dran, ne? Genau. Alles klar. Vorsicht, dass wir nicht zu viel einfüllen. Das läuft halt so raus. Im Bachelorstudium beginnen die Lebensmittelchemie-Studierenden erstmal mit einfachen Methoden. Da fangen wir mit klassischen nasschemischen Methoden an für die Analyse von Lebensmitteln. Das geht dann eben weiter über einfache analytische Methoden. Und im Masterstudium kommen dann die komplexeren Werkzeuge dazu, wie zum Beispiel die Kopplungstechniken in der Analytik, aber auch molekularbiologische und biochemische Methoden, um so das Rüstwerk für den modernen lebensmittelchemischen Beruf zu haben. Es ist wichtig für ein Lebensmittelchemiestudium, wenn man das beginnt, dass man wirklich einfach Interesse hat an dem Fach, dass man sich für Chemie interessiert. Man muss nicht unbedingt einen Leistungskurs gehabt haben, man muss nicht unbedingt schon mal im Labor gearbeitet haben, sondern es ist viel wichtiger, dass man sich wirklich dafür interessiert, was steckt eigentlich dahinter. Also was ist in so einem Lebensmittel drin, was ich tagtäglich esse. Münster ist zum einen die Geburtsstunde der Lebensmittelchemie. Also hier wurde das ganze Fach vor ca. 130 Jahren begründet von Josef König, der die ersten Versuche in Münster gemacht hat zur Nahrungsmittelchemie, wie es damals hieß. Und Münster ist eben in einem sehr guten Umfeld. Wir haben hier einen sehr guten Chemiebereich, aber auch die ganzen anderen Randgebiete, Mikrobiologie, Biochemie ist in Münster gut vertreten. Und wir haben eben auch im Moment durch unseren Neubau sehr moderne und neu eingerichtete Labors für die Studierenden. Man fängt hier im Bachelorstudium an und hat halt die ersten Veranstaltungen mit den Chemikern zusammen. Das heißt, man lernt die Grundlagen in Anorganik, Organik und physikalischer Chemie. Und irgendwann geht das halt auseinander im dritten und vierten Semester. Und das Studium der Lebensmittelchemie ist dann ab dem fünften Semester, eigentlich findet das nur noch hier im Haus statt. Neben den Seminaren und Tutorien und Vorlesungen hat man ein Praktikum, verschiedene Versuche, die uns halt ein Bild vermitteln von der typischen Tätigkeit. Und das Ganze läuft dann meistens so ab, dass wir uns auf den Versuch vorbereiten. Und dann haben wir eine Vorschrift, nach der wir ausarbeiten müssen. Und jetzt speziell bei den Weintrauben zum Beispiel, wir kennen die Methode, die Arbeitsschritte. Und dann wird halt vorher mit dem Assistenten besprochen, warum machen wir diesen Arbeitsschritt, warum geben wir das dazu. Das müssen wir dann erklären und nachher dann halt im Protokoll nochmal protokollieren. Das haben wir gemacht, das hat funktioniert, das ist das Ergebnis, das haben wir nachher rausbekommen. In den meisten Fällen erfreulicherweise nichts, aber ab und zu kommen ein paar Peaks. Ja, das auf jeden Fall finde ich auch besonders hier im Institut sehr gut, weil das Betreuungsverhältnis halt echt gut ist. Man kennt alle Doktoranden, man kennt alle Mitarbeiter. Es ist alles sehr persönlich, man kann immer jeden fragen, wenn man Probleme hat. Es ist immer irgendwo eine Hilfestellung da. Es ist nicht so anonym. Also man ist hier nicht einfach nur seine Matrikelnummer, sondern man ist hier schon irgendwo die Person, die man auch verkörpert. Das Bild des faulen Dauerstudenten, der hier bis zum 32. Semester sitzt, denke ich, entspricht auf jeden Fall nicht der Realität. Es ist schon so wie Schule. Also man kommt halt morgens hierher, schon um 8 also, oder 9. Also es ist nicht erst um 12. Da hat man halt Vorlesungen und Seminare und nachmittags steht man im Labor und muss dann halt auch abends schon noch Protokolle schreiben. Also es ist schon Arbeit. Unsere Absolventen haben sehr gute Berufschancen. Der klassische Beruf ist natürlich in der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Das geht aber eben weiter in die Industrie, die Lebensmittelindustrie, aber auch Kosmetikindustrie oder in die Herstellung von Bedarfsgegenständen. Dann arbeiten Lebensmittelchemiker natürlich in Forschungseinrichtungen, an Universitäten oder an Bundesinstituten wie dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Und aufgrund unserer starken analytischen Ausrichtung im Studiengang es ist eben auch möglich, in die klassische chemische Industrie, in die Pharmaindustrie oder auch in toxikologischen Bereichen zu arbeiten.